Ja, servus, grüß Gott, hallo und wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Draußen schneit es jedenfalls bei mir. Wahrscheinlich in anderen Teilen der Länder, Österreich zum Beispiel, Schweiz und Deutschland, vor allem Süddeutschland auch. Ja, wir gucken uns jetzt Folgendes nochmal an. Das habe ich nämlich aufgeschrieben und im Schnitt gesehen. Ich muss ja noch ein bisschen was lernen, wie zum Beispiel Steintafel der Lebensenergie. Sup, gibt es plus 5 der Lebensenergie. Dann habe ich mir aufgeschrieben noch, was ich vergessen habe, im Logbuch zu zeigen, und zwar das göttliche Artefakt, welches hier ist. Ich habe in einer Gruft im Canyon einen Fokusstein gefunden. Dieser scheint sehr wichtig zu sein. Ich muss nur den richtigen Teleporter hier zu finden. Vielleicht führt mich dieser Teleporter sogar in den Tempel von Tadmor. Wissen wir ja, ne? Da war ich ja vorher. Und jetzt geht es daran, den Hakon zu folgen, um seinen Kumpel Lars aus der Betrouille zu holen. Gut, okay, er muss sich selber nochmal orientieren, indem er nochmal zurückläuft zu seinem Punkt. Aber wahrscheinlich, ja, okay, komm, dann machen wir mal was. Jep, ich komm mal mit. Ja, was wird denn das jetzt für eine Sprintübung? Hakon, komm, mach was, sag was. Warte mal. Ich muss ihn erstmal... Ja, er kann mir bestimmt was beibringen. Aber warum läuft er denn hin und her? Ich will doch zu seinem Lars hin. Hallo? Hä? Und komm doch her. Komm her. Ich muss ihn ja selber locken. Okay. Das sieht gut aus. Seht ihr? Muss immer hin und her rennen. Dann hat er sich wieder gefangen. Ja, Herr Kohn. Ich weiß natürlich nicht, wo lang es geht. Oder wo lang er hinläuft. Na, schauen wir mal, was passiert. Weiß nicht, Hakon, aber ich sehe Hakon. Und deswegen spreche ich ihn auch aus. So, oder Hakun. Maybe an Englishman, aber das glaube ich nicht. Nordmar ist mehr so Smörrebereit, ne? Ja, was gibt's Neues, liebe Leute? Ja, die letzte Folge ging ja richtig klasse. Also im Schnitt, ich hatte keinen Freeze gehabt. Und, guck mal, Hakon. Halt's aber, ha! Da ist ein Troll. Der guckt sich das Skelett da auf dem Boden an. Dann will ich mal gucken. Ja, ich habe natürlich wieder hier kein Dings. Oh, ein Schlag und weg hat er da Dinge geknallt. Das finde ich ja cool. Hallo Troll. Du liegst auf dem Boden. Das ist echt toll. Was haben wir denn hier alles? Ach, Monster schrumpfend, Trank der Geschwindigkeit. Das hast du gut gemacht, Hakon. Vielen Dank. Ich mache mal eben einen Speicher und die Musik wieder an. Weiter geht's. Hoffentlich ist das nicht so weit weg, Hakon. Aber ich frage ihn mal, was er mir beibringen kann, damit wir sie so ein bisschen überbrücken können. Warte mal. Das weiß ich nämlich noch nicht. Kannst du mir etwas beibringen? Du möchtest also etwas lernen. Warum nicht? Ich könnte dir beibringen, Tieren Felle und Krallen abzunehmen. Außerdem kann ich dir den Umgang mit Bogen und Armbrust zeigen. Allerdings müsste ich zuvor meinen Freund Lars befreien. Okay, kein Problem. Machen wir auch. Da sind wir doch gerade dabei, Hakon. Übrigens ein multiple flexibler Lehrer. Invarant. Ach jo, lass uns mal machen. Das erinnert mich so an die Zeiten, wo... Gucken. Alles gut. So soll es doch so sein. Ein Mistvieh weniger. Das ist cool. Super. So mag ich das. So mag ich das. Ach ja, ich kann ja ein bisschen erzählen aus den 70er Jahren meiner Jugend, wo ich mit meinen Eltern sehr viel Österreich-Urlaube gemacht habe. Ja, da erzähle ich mal ein bisschen was. Weil ich weiß, ich habe auch einen österreichischen Zuschauer dabei.
Übrigens an dieser Stelle herzliche Grüße. Ja, wie alt war ich denn da? Lass es mal so 10, dass ich so 9 oder 10 war. Und ich habe da was entdeckt. Das habe ich geliebt ohne Ende und ich habe es jeden Tag gegessen. Na, genau richtig. Das war ein Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn, Leute, Kaiserschmarrn, das ist so lecker. Also richtig schöne, luftige Kaiserschmarrn und halt eben, Österreich ist ja kein großes Land und wenn man mal so ein bisschen so durch die Ortschaften fährt, also mit mal österreichische Seite Zugspitze, da war ein Hotel, die hatten leider Kaiserschmarrn nicht auf der Speisekarte gehabt und das war so ein klasse Hotel, da hat der Kellner gesagt, das machen wir, das machen wir. Ja, und ich bestand immer jeden Tag auf meine Kaiserschmarrn. Mann. Glück gehabt. Da vorne sind noch ein paar von den Burschen. Was sollen wir tun? Angreifen? Warte noch. Ich sage dir Bescheid, wann es losgehen soll. Ah, hier ist der Stopppunkt. Hallo, warte noch. Genau, richtig. Ja, und dann kam er dann halt eben mit einer riesen Platte mit so einem Haufen Kaiserschmarrn für eine einzelne Person. Mit Preiselbeersoße. Lecker. Gut, okay. Dann wollen wir mal gucken. Bleibst du auch wirklich warten? Er bleibt wirklich warten. Dann gucken wir mal, was wir hier denn hier haben für... Das sind ja Wüstenräuber. Das sind Wüstenräuber. Mhm. Ich werde auf jeden Fall erstmal anlegen meinen Artefaktring. Also verschiedene Schriften, Magie, Artefakte. Damit wir im Kampf auch wirklich hier schnell agieren können. Und dann speichere ich. Dann werden wir mal zuerst die Lage sondieren. Da sind auch Schützen dabei, so wie ich da sehe. Es sind nur 3 Peoples. Ja komm, Hakon, das machen wir hier. Das machen wir jetzt. Komm mit, Angriff. Komm mit. Ich brauche deine Axt. Deine Axt. Angriff. Ja, hallo, was versteht der unter Angriff? Kaffeekränzchen oder was? Ich glaub's ja jetzt nicht. Hallo, geht's ein bisschen schneller? Ja, toll. Okay. Das war's für dich, Penner. Er läuft da ganz sanft und seelenmütig rum. Ich glaub's jetzt nicht. So, Hakon, wir haben's geschafft. Verdammt! Lars hatten sie nicht bei sich. Dann müssen wir wohl doch zu dem alten Turm. Zum alten Turm? Was meinst du? Okay. Dauert wieder ein bisschen länger. Nachdem ich dem Überfall entkommen bin, habe ich die Kerle noch eine Weile beobachten können. Mehrere Räuber verließen den Kampfplatz. Ich folgte ihnen, bis sie zu einem alten Turm kamen. Dort entzündeten sie ein Lagerfeuer. Ach, der Vielleicht Turm. Lagern sie noch jetzt da und haben Lars in den Turm gesperrt. Es war der Kann kleine Turm. Na gut, führe mich zum Turm. Es ist nicht weit. Komm. Ich will aber noch die Leute looten. Ausrauben. So, was haben wir hier? Nomadenschmerz, weißer Rum, Bier, Fisch, Wasser, Wein. Zweimal noch was. Eschenbogen, was haben wir hier noch? Alte Münze, silberner Ring. Essenz der Nomadenschwert, auch gut. Du auch nochmal Nomadenschwert. Geschärft, vergiftet, hervorragend. Speichern wir mal ab. Ja, das wird der Turm sein, an dem ich ja schon war. Der verschlossen ist. Dieser abgebrochene Turm, der da irgendwo hier an der Felsenkante hinten. Da ist er ja. So, ich geh schon mal vor. Box dich schon mal warm. So. Genau, richtig. Weil da war ja auch ein Wüstenräuberchen. Schade. Komm, mit in meinen Kegel. So, da wären wir. Da vorne ist der Turm. Doch wie sollen wir jetzt vorgehen? Der Feind ist klar in der Übermacht. Hast du eine Idee? Hä? Tja, lass mich mal überlegen. Leichen und Tarnen. Himmelfahrtskommando. Gut, dass ich gespeichert habe. Schleichen und Tarnen. Also Himmelfahrtskommando wäre
Anteier, will mal wissen, was Schleichen und Tarnen, was darunter zu verstehen ist. Also ich denke, dass ich das am besten alleine durchziehe. Am besten bleibst du hier und ich erkunde die Lage. Aha. Wenn wir wie die Irren das Lager stürmen, holen wir uns dort nur blutige Köpfe. Irgendwie muss ich die Kräfte des Feindes teilen und ein paar von den Kerlen weglocken. Du hast recht. Ich denke auch, dass dies das Beste sein wird. Ich bleibe also erstmal hier. Doch wenn du meine Axt brauchst, dann rufe mich. Okay. Warum das jetzt ein bisschen länger? Ich habe keine Ahnung. Klar, wird gemacht. Bei mir läuft nichts außer... Also ich bin nicht am Internet an, Firewall ist aus und Virenscanner auch. Akon, ich brauche deine Hilfe. Mal gucken, was da kommt. Komm mit, ich brauche deine Axt. Nee. Auf geht's. Ach so, ist das gemeint. Okay, jetzt bleiben wir wieder stehen. Warten, Kampfverhalten. Ach ja. Ah, Dandolo. Das sind ja so Dandolo-Geschichten. Also defensiv, offensiv. Hä? Was machen wir denn jetzt? Defensiv ist offensiv. Defensiv. Gehen wir in die Offensive oder in die Defensive? Ich mach mal offensiv. Speicher mal lieber. Ja, okay. Ich werde mal die Lage erkunden. Nein! Ich will die Lage erkunden und deswegen sage ich warten. Warte auf mich. Gut. Wo wollen wir uns treffen? Ah, ja, sehr schön. Mal gucken, was gibt's. Was gibt's denn hier für Ort des Überfalls? Okay, also, das könnte doch wieder, liebe Leute, das könnte doch wieder so ein richtig schöner Gefährte werden. Das finde ich gut. Tatsache, da stehen ja wieder welche. Hallöchen. Wüstenräuber. Ach, der ist sogar dabei. Aha. Das sind auch welche, die... ja, Fernwaffen haben. Was machen wir nun? Wir machen jetzt einfach Folgendes. Und, ich schleiche mich mal hier an den ran. Oh, das sind... Oh, das sind ja viel zu viele. Das sind viel zu viele. Jetzt sind die auf einmal gespawnt da. Ja, ich weiß. Ich wurde getroffen. Aha. Okay. Dann werde ich mich jetzt auch mal irgendwie... Nee, ich mach's mal anders. Och, das ist jetzt für mich absolut Neuland. So, Sprengpfeil. So, oh, mir passiert eigentlich nichts, deswegen kann ich noch ganz smooth mal ein Getränk zu versuchen. Oder mehrere. Oh, und jetzt gucken wir mal. Ach, ich speichere mal ab. Wegen dem Gothic-Bug. Aber neu einladen tue ich nicht. So, pass mal auf. Oh, der wurde schon ein bisschen getroffen. Also hier wünsche ich mir ein bisschen dramatischere Musik. So. Los. So, jetzt kommt er nämlich auch mit. Jetzt habe ich auch hier dieses System verstanden. Was dann defensiv bedeuten soll. Erfahrung 450. Speichern. Okidoki. Gucken, kann ich den nächsten schon treffen? Ja. Nächster und mein Weggefährte Hakun. Hakun, ja. Macht auch mit. Trefferquote des Wüstenräubers ist nicht so hoch. Bleib still, du Lump. Ja, die hinten, die machen noch ein Kaffeekränzchen da. Es dauert ein bisschen hier. Okidoki. So, komm mal mit. Genau, richtig. Was hast du denn gemacht? Die ganze Zeit. Gucken wir mal. Werden wir hier schon genommen? Nein. Haben wir hier einen Eschenbogen? Wüstenräuber. Jupp. Gut aus. Sind wir jetzt hier schon im Nahbereich? Nein. Oh, Eschenbogen, Wüstenräuber. Auch jede Menge Zeug. Ah. Das ist doch schön. Gucken noch einen Schritt nach vorne. Noch einen Schritt nach vorne. Voll.
Ja, dann können wir es auch. Oh, viel zu viel. Ja, das ist aber wirklich eine bescheuerte Situation. Ich habe jetzt zum Beispiel meinen Feuerregen eingepackt. Der ist auch bereit dazu. Nur, ich würde ja meinen Harkun damit gefährden auch. Muss mal gucken, wie schnell der ist. Okay, der ist nicht so schnell. Ich versuche nämlich Folgendes. Wenn ich nämlich selber rennen kann. So, ein bisschen weiter außerhalb. Und er mir sowieso folgt. Hoffentlich klappt das. So. Jetzt kannst du ein Kaffeepäuschen machen, Harkun. Brauchst nicht so schnell hinterher, ich will dich nicht gefährden. Denn... Alter Schwede. Gott. Wo ist Harkun? Harkun, wo bist du? Jetzt brauche ich dich. Die sind alle noch im Angriffsmodus. Shit. Wie bitte? Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. Hat auch nicht geklappt. Wollen wir uns doch blutige Köpfe holen, Harkun? Ich weiß nicht. Muss mir wahrscheinlich noch was ausdenken hier. Vielleicht Katz und Maus spielen hier. Ich erstmal hier. Oh ja. Hinter dem. Genau. Hinter dem Turm mal ein bisschen Deckung suchen. Harkun wird. Was macht der Harkun? Macht wohl noch nichts. Oh, oh, gleich zwei Leute. Das ist nicht so pralle. Die bleiben da hängen. Was hinter mir passiert, sehe ich nicht. Oh, das sind gut, die Wüstenräuber. Mist. Das wird auch nichts. Da hinten stehen sie und schießen. Oh, 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 oh. Haben mich aber nicht getroffen. So, die Situation ist vielversprechend, nur weiß ich nicht, ob Harkun noch irgendwie lebt. Das ist er. Das ist Harkun, ne? Bitte, bitte, sei du es. Wie sehr du. Ah, das ist er. Ist auf jeden Fall hier schon mal am Ballern. Das ist gut. Das ist perfekt. Nichtsdestotrotz. Nochmal sicherheitshalber einen Sprengpfeil laden. Dann schauen wir mal, den Wüstenräuber von hier aus treffen könnten. Ja, klappt. Oh, wann haben wir denn da noch in der Nähe? Bleiben da nämlich auch alle einfach nur stehen. Aha. Special Weapons and Tactics. Shit, das war nur ein Glückstreffer eben. Okay, ihr seid näher dran. Aha. Okay, der auch. Du kommst auch schön in deinen Tod hinein. Super, dann haben wir dich auch mal ein bisschen getroffen. Was gibt's denn hier noch? Hier sind auch noch zwei Stück. Ja, so läuft's doch. So, und ich bin noch voller Energie. So, und der trifft mich nicht, wahrscheinlich, weil ich hinter diesem kleinen Vorsprung bin, hier unten. Ja, so läuft das doch. Lauft in euer Verderben. So, Harkun läuft auf mich zu. Ach, hier sind auch noch welche. Ach, ne. Ne, er läuft, um die Position zu verbessern. So ist gut. So ist Reh. So Moggis. Hammer. So, noch mehr. Gibt's hier noch mehr? Haben wir es jetzt? Harkun, haben wir es? Warten, Kampf verhalten, Heiltragen geben, Ende. Okay, ja, da ich ja hier unseren Super-Loot habe.
Okay. Upp, upp, upp. Upp, upp, upp. Sektor. Muss ich nachher mal im Inventar gucken, was es hier alles an speziellen Sachen gibt. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Eschenbogen, Pfeile. So, der Wüstenräuber. Gegen Wasser, Heilkräuter, Dietrich. Ahmed, was hast du? Lass Not mal Doppelaxt. Aha. Das ist ja cool. Was hat Mustafa Besonderes? Krummschwert geschärft, vergiftet, dreimal Bierring der Gewandtheit. Okay. Mannschwert geschärft. Gut. Heilig. Moment mal, habe ich den zweiten jetzt genommen? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Nee, habe ich nicht gehabt. Hier Fischwasser-Van. Mupfel. Snorber, Nomadenschwert. So, ich habe jetzt... wo ist denn jetzt unser Harkon? Wo bist denn jetzt? Ach, da bist du. Bleibst da hängen. Gut, mal gucken. Sagt er jetzt was? Kampfverhalten, Wartenhalter, Ende. Nein, er sagt noch nichts. Ich speichere mal. Und dann gucke ich mal ins Inventar. Wir haben nämlich so eine Lars Nordmar Bogen. Da ist er zum Beispiel. Na? Aber wir haben ja auch noch eine Axt von Lars. Gucken, wo die ist. Oh, er futtert. Harkunfl. Hier, da. Lars Nordmar Doppelaxt. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Es kann natürlich sein, dass irgendwer einen Schlüssel hier für den Turm hat. Oder haben. Gehabt haben musste. Und Sesame, öffne dich. Hier sind wir drin. Da ist Lars. Da ist Lars. Hallo, hier ist Lars. Na, lecker am Essen. Ja, komm mal zu Ende. Hallo, bist du Lars? Ja, aber woher weißt du das? Hat mir mein Kumpel erzählt. Dein Kumpel Hakon hat mir von dir erzählt. Wir sind gekommen, um dich zu befreien. Enos sei Dank. Dann ist ja noch nicht alles verloren. Ja, und? Hey. Gibt es noch was Leckeres? Worauf wartest du noch? Okay, erstmal Hakun nochmal sagen, dass wir den Lars gefunden haben. Nö, den lässt das kalt, den Hakun. Worauf wartest du noch? Du kannst gehen. Du bist frei. Was? Frei? Wirklich? Und was ist mit den Wüstenräubern? Hey, sind weg. Guck doch mal raus. Keine Sorge. Um die habe ich mich gekümmert. Oi, Enos. Ich danke dir, Fremder. Leider habe ich kein Gold, das ich dir bieten könnte, aber... Schon gut. Vergiss es. Nein, nein. Nie werde ich vergessen, was du für mich getan hast. Wie ist dein Name? Ich heiße Roland. Gut, Roland. Vielleicht kommst du ja doch noch zu deinem Lohn. Du müsstest nur einmal nach oben klettern. Aha. Wieso? Was ist da? Hätte ich eh gemacht. Eine verschlossene Truhe. Vielleicht haben die Burschen dort ihre Beute versteckt. Von mir aus kannst du das ganze Zeug dort oben behalten. Schön. Mal sehen, was sich dort finden lässt. Ach, noch was. Ich vermisse meine guten Waffen. Meine Doppelaxt und meinen guten Nordmarbogen. Wenn du diese finden solltest, dann... Kein Problem. Wenn ich die Waffen finde, bringe ich sie dir. Versprochen. Das können wir jetzt machen. Habe dir deine Axt gefunden. Ich habe deine Axt gefunden. Ihr habt... Ausgezeichnet. Oh, sorry. Jetzt kann ich mich zumindest wieder richtig verteidigen. Danke. Warte mal. Ich habe deinen Nordmarbogen gefunden. Da, nimm ihn. Sehr gut. Das hast du gut gemacht. Ich danke dir. Warte mal. Okay. Jo, jetzt ist alles... Jetzt bist du wieder sicher. So. Jetzt bist du wieder vollständig bewaffnet. Bewaffnet, richtig. Ja, großartig. Jetzt fühle ich mich schon bedeutend besser. Ja, die Moral geht nach oben, Lars. Gibt es noch was, was man dir noch Gutes tun kann? Nein. Jetzt will der hier raus. Ich gehe mal ganz schnell nach oben. Bin gespannt, was in der Truhe ist. Oh, er folgt mir.
Okay, dann wird er sowieso, wenn er mich verliert, sowieso an der Stelle des Überfalls auf mich warten. Und hier ist die Truhe. Die ist bestimmt wieder zu knacken gilt. Na komm. Hä? So jetzt. Ja, die muss ich knacken. Moment, liebe Leute. Stift holen. Auf geht's. Okay. Gut. Wow, das sind ja schöne Schätze. Silberkelch, goldene Schale und 400 Gold. Das nehmen wir doch ganz schnell mit. So, Moggis. So mag ich es. Gibt es denn hier noch was? Hier oben jetzt gibt es ein Loch. Da kommen wir nicht hin. Gut, dann geht's mal wieder runter. Ja, okay. Gibt es ein Bettchen? Hier sitzt Lars. Hier ist der Harkun. Hier gibt es nichts mehr. Harkun, was sagst du noch? Lars ist frei. Lars ist frei. Innos sei Dank. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Ich danke dir. Ach ja, bevor ich es vergesse. Wenn du noch etwas lernen willst, stehe ich dir jetzt gerne zur Verfügung. Das ist Warte gut. mal. Was kannst du mir denn beibringen? Oh, ihr glaubt an Innos? Ihr glaubt an Innos? Ja, wieso fragst du? Nun, ich dachte immer, ihr Nordmarer seid keine Innos-Anhänger. Das trifft für unseren Clan nicht zu. Der Feuerclan glaubt schon seit sehr langen Zeiten an Innos. Okay. Was machen zwei Nordmarer in Varant? Ja, kann mir gut vorstellen, dass du das wissen willst. Und? Wirst du mir den Grund verraten? Du hast uns sehr geholfen. Na klar darfst du wissen, warum wir hier sind. Den Feuerclan hat es nicht immer gegeben. Ursprünglich gehörten dessen Mitglieder den anderen Clanen an. Dann aber kam ein gewaltiger Krieger aus dem Süden. Sein Name war Akasha. Er predigte, dass es nur einen Gott gäbe, der den Menschen Licht und Wärme, Ordnung und Gesetz gibt. Innos. Akashas Lehren drangen tief in die Herzen vieler Nordmarer. Sie verließen ihren Clan und zogen mit Akasha weiter nach Norden, wo sie den Clan des Feuers gründeten. Eine interessante Geschichte. Doch was hat sie damit zu tun, dass ihr hier seid? Wir sind vor einiger Zeit in einem alten Grab unserer Ahnen auf einen Runenstein gestoßen. Dieser berichtet, dass Akasha aus einem Gebiet namens Tatmor stammt. Wir fanden heraus, dass dieses Tatmor sich in diesem Teil von Varant befinden soll. Lars und ich hoffen daher auf irgendwelche Spuren von Akasha zu stoßen. Es wäre ein Beweis dafür, dass die Geschichte von Akasha keine Legende, sondern Wahrheit ist. Was genau hofft ihr zu finden? Das wissen wir nicht. Aber irgendwo in den Ruinen gibt es etwas. Das spüre ich. Jetzt brauche ich nicht mehr wieder zu drücken. Jetzt läuft das wieder. Smooth, aber ich mache noch mal ein Ende und möchte Musik hören. Ihr bestimmt auch. So. Ach, der Harkun bleibt auch hier stehen. Gut. Aha. Also, okay, jetzt kann man hier... Zeig mir den Umgang mit dem Bogen. Armbrust schießen. Was kann er mir denn... Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Vielleicht gibt's ja noch Tut was. Tut mir leid. Ah, ich weiß schon alles. Okay. Umgang, Armbrust schießen. Ja, dann hätten wir das eigentlich hierfür auch geschafft. Der liebe Lars sitzt jetzt unter Leichen, so wie Harkon auch. Ja, und ich sitze hier und mache mal für die Folge Schluss. Danke fürs Zuschauen und danke auch für kommende Kommentare und Daumen. Macht's gut. Tschüss.